In unserem Landesstudio in Salzburg begrüße ich jetzt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslau. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Frau Raffer. Herr Haslauer, mit Stand heute lag die Zahl der Infizierten in Salzburg erstmals insgesamt über 20.000 und auch die 7-Tage-Inzidenz erreicht einen Höchstwert in Salzburg. Gleichzeitig fordern Sie heute einen Übergang von 2G zu 3G etwa im Handel. Ist angesichts dieses Tages, der ja auch österreichweit heute ein Tag des Höchstwertes ist, ist das der richtige Zeitpunkt? Omikron gibt uns die Chance, einander die Hände zu reichen und wieder Gräben zuzuschütten. Und die Aktiverkrankungen, die Inzidenzen sind nicht alles. Entscheidend ist der Belag in den Spitälern und die Prognose dieses Belages. Und die zeigt, dass die Intensivbetten nicht ausgelastet sein werden. Ganz im Gegenteil, wir haben derzeit nur 11 Patienten auf der Intensivstation. Eine davon lediglich ein ungeimpfter Omikron-Patient. Und auch den Normalstationen gibt es eine Belegung, die auch hoch ist, aber die nicht an die Belastungsgrenze führt und auch nicht nach den derzeitigen Berechnungen führen wird. Es gibt und dennoch, vor diesem Hintergrund Herr Landeshauptmann, es gibt dennoch viele Berechnungen und da haben wir etwa gestern in der ZIP2-Komplexitätsforscher Klimek gehört oder heute auch im Mittagsjournal den Infektiologen Richard Greil vom Landeskrankenhaus Salzburg, die beide sagen, es ist derzeit noch Vorsicht geboten, denn wenn wir eines aus den vergangenen Wellen gelernt haben, dann, dass die Infektionszahlen das eine sind, wie Sie gesagt haben, aber das andere ist, dass sich diese Infektionszahlen immer mit Verzögerung erst im Krankenhaus widerspiegeln. Wieso? Also heute an einem Tag, wo wir Höchstinfektionen verzeichnen, diese Forderung. Das ist völlig richtig und deshalb rechnen unsere Experten nach den Erfahrungen eben bis zu drei Wochen voraus. Und auch da sehen wir, dass wir keine Probleme in den Intensivstationen und auf der Normalbettenstation erwarten werden. Nur, Sie müssen schon auch sehen, dass der Lockdown für Ungeimpfte eine ganz schwerwiegende Maßnahme ist und diesen allein auszuheben, hat ja überhaupt keinen Effekt, sondern man muss den Leuten auch wieder die Möglichkeit geben, sich Wäsche zu kaufen, ein paar Schuhe oder einen Wintermantel vielleicht, natürlich mit Maske, natürlich getestet, 3G, wie Sie richtig gesagt haben, denn dieser Eingriff in Grundrechte bei der Entwicklung in den Spitälern ist meines Erachtens momentan nicht aufrechtzuerhalten. Daher muss man stufenweise vorgehen und als ersten Schritt, und das würde ich auch als einen Schritt der Handreichung bezeichnen, sollte gemeinsam mit der Aufhebung des Lockdowns für Ungeimpfte auch die Möglichkeit wieder geschaffen werden, im Handel einzukaufen, mit Maske getestet und dann nach weiterer Entwicklung auch weitere Erleichterungen durchgeführt werden. Wir sind in Salzburg voraus in der Entwicklung der Omikron-Zahlen, der Infektionszahlen. Wir hatten die höchste Zahl in Österreich. Mittlerweile hat uns Tirol und Wien überholt. Das heißt, andere Bundesländer werden nachfolgen, werden in die Situation kommen, in der wir schon gewesen sind. Wir stellen fest, dass seit einigen Tagen eine Plateaubildung stattfindet. Wir erwarten die Umkehr der Kurve für nächste Woche und damit auch eine Entspannung der Situation. Wenn es um Lockerungen geht, dann können die bundesweit geschehen. Die müssen sozusagen vom Bund her verordnet und auch umgesetzt werden. Immer wenn es um Verschärfungen geht, das heißt, ein Land könnte nur verschärfen, aber eben nicht alleine lockern. Bedeutet, Sie müssten also auch auf die anderen Bundesländer warten, bis sich die Situation dort auch weiter entschärft. Jetzt fordern Sie aber 3G im Handel schon ab kommenden Montag, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja, ich fordere das ab kommenden Montag. Natürlich, die Situation in den anderen Bundesländern ist leicht zeitverzögert, aber die Berechnungsgrundlagen sind ja überall dieselben und wir brauchen ja nicht nur auf Österreich blicken. Man hat die Erfahrungen in Großbritannien gemacht, in Dänemark, in Holland. Überall dort, wo Omikron die dominante geworden ist, hat man gesehen, dass die Infektion extrem rasch zunimmt, leichtere Verläufe hat und sich in der Hospitalisierung nicht so niederschlägt wie Delta. Omikron hat die Spielregeln der Pandemie geändert, ich würde sagen, zum Vorteil geändert.
Wieso stellen Sie sich mit dieser Forderung gegen die Empfehlung von Expertinnen und Experten, die ja sagen, etwa Herr Klimek gestern in der ZIB 2, man sollte jetzt einmal den Höhepunkt dieser Omikron-Welle abwarten und der ist nicht in allen Bundesländern mit kommender Woche vorausgesagt, das könnte eventuell auch noch in den Februar hineingehen. Warum stellen Sie sich dagegen die Meinung der Expertinnen und Experten? Das mache ich ja nicht im luftleeren Raum. Wir haben ja auch intensive Gespräche mit Expertinnen international jede Woche. Ich habe heute in der Pressekonferenz, ist neben mir auch Herr Professor Greil gesessen, von dem man sicher nicht behaupten kann, dass er leichtfertig Dinge verlangt oder aufgibt. Ich glaube, dass man einfach der Realität ins Auge sehen muss. Ein schwerwiegender Eingriff in persönliche Freiheit ist eine Sache, die aus dem Blickwinkel von Delta gerechtfertigt war und auch dazu geholfen hat, dass Omikron bei uns nicht so explodiert ist wie in anderen Ländern. Aber jetzt, glaube ich, kann man durchaus riskieren, dass man die Personen wieder im Handel zulässt. Sie müssen Maske tragen, sie müssen getestet sein, sie können tagfrisch Antigen getestet sein oder PCR getestet. Die Strukturen funktionieren ja jetzt auch sehr gut. Und warum sollte man die Leute hier vom Handel noch ausschließen? Und das sollte auch weiterhin der Handel dann kontrollieren? Das sollte weiterhin der Handel kontrollieren. Man muss den Leuten auch die Möglichkeit einmal geben, wieder zum Friseur zu gehen. Die sind jetzt monatelang in einem Lockdown. Das kann ja kein Dauerzustand sein. Und ich glaube, als erster Schritt ist das ein vertretbarer, ein vernünftiger Schritt. Es ist ein Schritt dazu, dass man auf Augenhöhe wieder ins Gespräch kommt, sich austauschen kann, von der Wichtigkeit der Impfung auch überzeugen kann und wieder diese starren Positionen, die sich aufgebaut haben, lockern kann. Und dann muss man, wenn die Welle sozusagen gebrochen ist, wieder weiter ins Gespräch kommen und weitere Lockerungen diskutieren. Aber dieser erste Schritt, den halte ich jetzt wirklich für notwendig. Zulassung zum Handel, Zulassung zu den Dienstleistern, sprich Friseur und andere. Aber ehrlich gesagt auch die Sperrstunde, die von 22 auf 23 Uhr angehoben gehört. Ich weiß schon, Herr Professor Klimek sagt, das hat einen Beitrag. Ja, das hat einen Beitrag, die Sperrstunde. Aber die Nachtgastronomie und die Stehgastronomie, diese eine Stunde, die so ärgerlich ist für die Bevölkerung, 22 Uhr auch für die Gastronomen, das ist wirklich ein Problem und das sieht auch niemand ein. Und hier könnte man diesen Schritt auch gleich gehen. Wo es derzeit auch Probleme gibt, das sind die Schultests. Die funktionieren derzeit eher mehr schlecht als recht. In Salzburg soll es erst in 2 Wochen soweit sein, dass es dann 2 PCR-Tests pro Woche in den Schulen gibt. Das wäre ja eigentlich schon mit 17. Jänner geplant gewesen. NEOS-Pandemiesprecher Gerald Loacker hat nun gefordert, die Schultests komplett zu beenden. Können Sie dem etwas abgewinnen? Ich muss zunächst sagen, die Schultests wurden ja mit Ausnahme für Wien neu ausgeschrieben und eine Salzburger Firma zufällig hat den Zuschlag bekommen für die PCR-Tests. Das hat nicht funktioniert, nicht nur in unserem Bundesland, sondern in anderen Bundesländern auch nicht. Die Schulen haben sich gut beholfen, indem täglich Antigentests durchgeführt werden. Also die Testerei in den Schulen funktioniert schon. Da gibt es also keinen Grund für Chaos und Panikmache. Es ist nur ärgerlich, dass dieses Konzept, so wie vorgesehen, nicht aufgegangen ist. Die Schultests wollen Sie weiterhin aufrechterhalten oder nicht? Das muss mit Experten, das muss mit den Experten diskutiert werden. Da gibt es von mir kein Ja oder Nein. Ein abschließendes Thema. Das Finanzministerium hat gestern jene Studien von Meinungsforscherin Beinschab veröffentlicht, zu denen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen durchführt. Unter anderem wurde da untersucht, welche Tiere oder Automarken den Politikern oder Parteien zugeordnet werden. Waren Ihnen davor solche oder ähnliche Studien bekannt? Nein, natürlich nicht. Ich habe das auch aus den Medien jetzt erfahren. Mir ist das völlig unverständlich. Was halten Sie davon? Es ist mir unverständlich, wie man sowas machen kann. Ich weiß auch nicht, was dahinter gestanden ist. Aber das werden die weiteren Untersuchungen zeigen. Gibt es ein Tier, mit dem Sie sich vergleichen würden? Ich bin im Sternzeichen ein Stier. Das passt schon ganz gut. Sagt Landeshauptmann Haslauer in einem Gespräch, das wir am Abend aufgezeichnet haben.